Das Probenahmeteam erkundet die Lage und legt einen geeigneten Arbeitsplatz fest. Im Freien sollte er an der windabgewandten Seite sein. Die Laufwege sollten nicht zu lang sein. Sie sind je nach Geländelage festzulegen. Die Folie wird ausgebreitet. Nun kann der Rucksack abgelegt und geöffnet werden. Der Müllsack wird zwischen dem Probennehmer und dem Helfer positioniert. Bodenprobe? Der Probenehmer erhält auf Anforderung vom Helfer die benötigten Materialien zur Bodenprobennahme. Das verdächtige Pulver wird möglichst ohne Beimischung des Bodens genommen. Die Flasche wird geschlossen. Die Flasche wird von außen mit Desinfektionsmittel eingesprüht und zum Trocknen an den Helfer übergeben. Mit Hilfe von ausreichend Papier kann man verhindern, dass die feuchte Oberfläche direkt mit den Handschuhen in Kontakt kommt. Es wird ein Etikett mit Datum und Probenummer beschriftet. Das Etikett wird auf die saubere Flasche geklebt. Die Probe wird in eine Dekonverpackung gegeben. Es wird ein Probenbegleitschein ausgefüllt. Der Probenbegleitschein wird zur Probe in den Beutel gegeben. Dieser wird mit möglichst wenig Luft mithilfe der Klebelasche verschlossen. Anfallender Müll wird direkt in den Müllbeutel gegeben. Die Probe ist fertig für das Tauchbad am Dekontaminationsplatz.